Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Auch 12 Jahre nach dem rassistischen und terroristischen Mord an Hanna Diosgat sind die konkreten Umstände dieses Verbrechens immer noch nicht vollständig aufgeklärt. Auch die fehlenden Ermittlungen und politischen Konsequenzen treiben immer noch viele Menschen in dieser Stadt um. Bohrende Fragen stellen sich, etwa: Warum war der ehemalige Verfassungsschützer Temme während des Mordes im Internetcafé? Warum hat der hessische Verfassungsschutz Berichte rund um den NSU und seine Bezüge zu Kassel für 120 Jahre gesperrt? Warum verhindert Volker Bouffier als zuständiger Ministerpräsident weitere Aufklärung? Dieses Verbrechen kann also nicht im Rahmen einer historisierenden Erinnerungskultur angemessen gewürdigt werden, sondern ist eine schwerende Wunde im politischen und gesellschaftlichen Selbstverständnis unserer Stadt. Nun liegt uns ein Antrag des Oberbürgermeisters vor, der deutlich mehr erzweckt als nur die Einführung einer Preisverleihung. Meine Fraktion hätte überhaupt kein Problem damit, einen Preis für wissenschaftliche Arbeit oder auch praktische bürgerschaftliche Projekte auszuschreiben, die sich kritisch mit Rassismus und Neofaschismus auseinandersetzen. Im Gegenteil, es bedarf heute mehr denn je der Signale der Wertschätzung und der Unterstützung gegenüber denen, die sich in Theorie und Praxis der aufbrandenden Welle des Menschenhasses und der Ausgrenzung entgegenstellen. Als zusätzliche Veranstaltung wäre eine solche Preisverleihung eine gute Sache, die wir vorbehalten müssen. Worum es hier geht, ist allerdings etwas anderes, nämlich der Versuch, versüßt mit einer zuckerigen Form einer Ehrung und eines Preisgeldes die Stadt Kassel aus der Mitträgerschaft für die alljährliche Gedenkveranstaltung am Hallenplatz herauszunehmen, indem das Gedenken der Stadt begrenzt wird auf eine Saalveranstaltung mit geladenen Gästen. Offenbar ist dem Oberbürgermeister das organisch aus der Mitte der Zivilgesellschaft entstandene Bündnis aus antirassistischen und antifaschistischen Gruppen, Migrantinnenvereinen, Initiativen und Einzelpersonen zuwider, und er möchte lieber einen Rahmen, in dem über den Magistrat er selbst die alleinige Deutungshoheit hat. Bereits in diesem Jahr hat der plötzliche Rückzug der Beteiligten der Stadt Kassel an der Gedenkveranstaltung für erhebliche Irritationen gesorgt. Und die Umstände dieser Absage deuten stark darauf hin, dass die als Begründung angeführten Sicherheitsbedenken lediglich vorgeschoben wurden. Dies zeigt nicht nur die damalige Einschätzung der Polizei, die keine konkreten Gefahren für die Veranstaltung sahen, sondern auch die Antworten des hessischen Innenministers Boris Rhein auf eine parlamentarische Anfrage der FDP vom 9.5. Dort betonte der Innenminister, dass den hessischen Sicherheitsbehörden keinerlei konkrete Hinweise auf eine Gefährdung der Veranstaltung vorgelegen hätten, also weder der Polizei noch dem Verfassungsschutz. Daraus kann man eigentlich nur den Schluss ziehen, dass jemand, der so etwas behauptet, um seine Absage zu begründen, ganz offensichtlich die Öffentlichkeit in die Irre führen will, weil ihm das ganze Format und die beteiligten Personen und Gruppen nicht ins Konzept passen. Wenn das aber so ist, dann sollte der Oberbürgermeister seine wirkliche Motivlage offenlegen und sich nicht hinter Scheinanwendungen verschanzen. In dieselbe Kategorie gehört dann auch, dass dabei auch ohne Rücksprache mit den Mitveranstaltern von der Initiative 6. April behauptet wurde, die Veranstaltung insgesamt würde nicht stattfinden. Und das ist ein selbstherrlicher Stil, der in letzter Zeit offensichtlich immer mehr Einzug gehalten hat und der in diesem Fall schlicht bedeutete, all das jahrelange Engagement von Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt, mit oder ohne Migrationshintergrund, für die Aufklärung der NSU-Morde, gegen das Vergessen, für eine demokratische und antirassistische politische Kultur zu ignorieren und bestenfalls als Störfaktoren wahrzunehmen. Nun soll also das, was im Frühjahr anstreicherartig über die Bühne ging, zur offiziellen und dauerhaften Praxis werden. Damit wir uns dann bei allem klar sind: die vom Oberbürgermeister avisierte geschlossene Saalveranstaltung mit der Preisverleihung wird das Gedenken am Hallenplatz nicht ersetzen. Denn natürlich hat diese Gedenkveranstaltung letzten April stattgefunden, wenn auch in etwas veränderter Form. Schweigend und mit Blumen haben hunderte Menschen an Diosgat und allen anderen Opfern rechter Gewalt gedacht. Würdevoll, friedlich und parteiübergreifend. Auch viele Mitglieder von SPD und Grünen habe ich dort getroffen. Und es wird diese Gedenkveranstaltung auch in Zukunft. Die Frage stellt sich nur, ob die Stadt Kassel ein Teil dieses zivilgesellschaftlichen Gedenkens ist oder ob sie sich dauerhaft rauszieht und so tut, als ginge sie das alles nicht. Das Gedenken, gerade eben nicht in einem abgeschirmten Saal, sondern am Hallenplatz, ist ein wichtiges gesellschaftspolitisches Zeichen. Und es ist ebenso wichtig und wünschenswert, dass die Stadt Kassel sich voll und ganz in Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Gruppen in dieser Frage einsetzt. Das wollen wir nicht ersetzt, sondern ergänzt Wissen durch eine geschlossene Saalveranstaltung. Deshalb bitte ich um Ihre Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. Danke.